Hey, ihr glücklichen Lusthasen, willkommen zurück zu Remnant from the Ashes. Ja, ich werde mal... Oh, sie hat geschmiedetes Eisen, das ist ja sehr schön. Wunderbar. Ja, ich habe jetzt wahrscheinlich nicht mehr genug Kohle, um irgendwas abzugraden, großartig. Weil ich habe schon ein bisschen eingekauft, aber wir gehen mal schauen. Vielleicht ist ja irgendwas Kleines noch drin, so ein kleines Upgradechen. Ne? Ja, du auch. Sie ist immer so freundlich zu uns. So. Mal sehen, was kann ich denn... das Gewehr vielleicht? So, für später mal. Ich habe ja schon sehr viel geschmiedetes Eisen. Oder wir verbessern mal die Rüstung. Das ist ja auch mal ein bisschen was wert. Oh, hier, seht mal. Die ist sogar recht günstig. Machen wir doch mal. Bis dann. Ja, jetzt haben wir wieder keinen Schrott mehr. Es ist immer so ein bisschen hin und her. Ja, weiter geht's in Rom. Also, ja, Rom, ne? Ihr wisst schon. Bei diesen komischen, starksigen Viechern, also die eigentlich die Herren hier darstellen sollen. Die anderen sind ja alle die Sklaven, die menschlich aussehenden. Da gibt es dann auch die brutalere Art. Naja, zum letzten Checkpoint. Dankeschön. Ja. Da bin ich mal gespannt, was hier noch auf uns wartet. Ich meine, wir haben jetzt schon alles hier ein bisschen gesoftet, so ein bisschen angesoftet und uns durchgekämpft. Oh, und da ist direkt eine Wand. Vielleicht sollte ich mal eine andere Waffe nehmen so lang. Ah, ich weiß nicht, ich lasse das mal. Ich lasse mal die Schrot. Mal gucken, was da für ein Boss wartet. Die Halle der Gläubigen. Oh, es ist auch eine große Kampfarena, merke ich gerade. Drück einfach mal das Knöpfchen. Oh. Gut, das hat wohl den Bosskampf getriggert. Oh, die sehen ja fies aus, Mensch. Oh Gott. Flinter und Schatten. Oh. Verbrenne. Aua. Aua. Oh, ich muss die ein bisschen auseinanderhalten. Der ist auch nicht gerade der schnellste, hellste, ha? Huh? Jetzt gerade so ein bisschen verbuggt. Ich glaube, die sind... Okay, wow, der ist echt verbuggt. Bisschen enttäuschend jetzt. Oh! Nee, komm Leute, ich lass mich töten. Das ist echt lame. So will ich auch nicht gewinnen. Ba-ba-bam, ba-ba-bam. Ja! Nee, also das war jetzt ein bisschen langweilig. Warum auch immer das gerade gebuggt hat, aber... Gebuggt hat in Bagdad. Das finde ich dann ein bisschen zu öde, ehrlich gesagt. Also das ist ein zu billig erkaufter Sieg, oder? Das machen wir nicht. Ich glaube, ich nehme doch mal wieder das... Oder? Ich nehme doch mal wieder das Maschinengewehrchen, das Sturmgewehr. Und packe vielleicht mal die Blume rein, oder... Nee, war doch mal noch besser. So. Weil Feuer habe ich ja jetzt eh schon doppelt. Da gucken wir mal. Ich hoffe, dass das alles so ein bisschen komisch funktioniert, also... Das sieht nicht gut aus. Oh, oh. Hi. Hey, hey. Au. So ist doch schon besser. Ist der schon wieder verbuggt? Oh, nee, doch nicht. Alter. Was macht der denn? Aha. Scheiße.
Oh, der macht schon wieder, oder? Hey. Oh, Kacke. Oh. Ihr kleinen Mistviecher. Mist, jetzt könnte ich mein... Ist es. Danke. Ist auch mal gut jetzt, ja? Ja, okay. Die schwarze Träne. Das war übel. Gut. Ja. Dann krieg ich auch noch Eierhals hiervon. So läuft das hier. So läuft das hier. Oh ja. Wie geht er denn jetzt ab? Wertvolle Ressource, bla bla bla. Otwar hoffte, die Gesalbten vor dem zu beschützen, was hinter dem Tor war. Er hatte nicht mit der Bösartigkeit der Guare gerechnet. Niemand hatte das. Ich glaube nicht, ja, ich weiß nicht, war das jetzt verbuggt? Der Boss, oder war das einfach nur... Ja, vielleicht war es ja mit Absicht, dass man so eine kleine Auszeit bekommt. Ich kann mir wieder nur vorstellen, für zwei Leute wäre das hier der Horror gewesen. Das wäre richtig, richtig schwer. Aber gut. Das war ja machbar. Das ist jetzt halt wieder das Ding. Ich bin schon wieder irgendwo viel zu weit gelaufen, obwohl ich jetzt eigentlich noch ein Stückchen zurückgehen möchte. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Ich mache das. Weil ihr habt mir ja geschrieben... In den letzten Parts ist es cool, dass ich das mache, dass ich immer wieder zurücklaufe und alles mitnehme, weil sonst verpasst man ja wirklich was. Nicht nur Items, sondern auch echt coole Bosse teilweise. Ja, ich weiß, ein Drachen ist jetzt nicht unbedingt das innovativste in Rollenspielen, Shooter-Rollenspielen, wie auch immer, aber ich meine, hey, ganz ehrlich, immerhin sind es nicht nur irgendwelche Typen mit Schwert und Schild und mit Speer und mit Äxten und so, ne? Ist schon ein bisschen anders. So. Ja, ich will es jetzt nicht irgendwie super schön reden. Weil es ist auch wirklich schwierig, Boss-Designs zu machen. Das habe ich ja erfahren. Ich habe mit den Leuten von Deck 13 geredet. Wegen The Search. Und da haben ja auch ein paar Leute gesagt, ja, die Boss-Kämpfe, die sind ja auch ein bisschen sehr einseitig. Aber du musst halt echt immer für einen Boss ein ganzes Moveset, du musst die Animationen, du musst dir was ausdenken dazu, wie der funktioniert. Boss-Balancing und Geräusche, also ne, Sound-Design muss noch stimmen. Es ist halt alles, wie gesagt, ich bin da nicht... so wirklich involviert in so einen Prozess, aber man sollte auch nicht sagen, ja, es ist ja nicht viel. Es ist halt schon viel für den Boss. Und wenn es über 20 sind, wie in dem Fall, dann kann ich damit leben, wenn es ein bisschen was Einfallsloseres ist. Oder nicht? Ja. So. Jetzt gucke ich erstmal. Wenn ich jetzt reise, habe ich das... Gesäuberte Ödland ist jetzt verfügbar. Das ist schön. Dann gehe ich erstmal zum östlichen Wind. Das ist ja ganz am Anfang gewesen. Und dann gehen wir mal Richtung Norden, denn da war ja auch noch was. Weil wenn ich einen neuen Checkpoint habe, ist da immer gut mit zu arbeiten. Aber wenn ich einen komplett neuen Weg noch bestreiten muss, dann ist es halt... Ja, ihr seht ja hier im Norden und hier im Norden. Und hier ist der Händler nur gewesen. Ich weiß gar nicht. Ah, wir gucken mal. Ich bin auch leider immer noch nicht so sehr überzeugt vom Maschinengewehr. Das Jagdgewehr hat mir bisher natürlich am besten gefallen und das Scharfschützen auch. Nur habe ich halt nicht die Mats, um alles abzugraden, leider. Bisschen problematisch. Oh. Vielleicht so ein Dicker. Zwei Dicke? Nee. Das war ein ganz normaler. Der lässt nicht mal was fallen. Okay, es ist doch ganz geil. Es verzieht halt wirklich kaum. Na, mal gucken, ich werde mal ein bisschen mitspielen. Der andere weiß gar nicht wohin. Ihr merkt aber schon, dass Speere gegen so eine Schusswaffe echt im Nachteil sind, oder? Ja.
Auch nicht schon wieder. Was ist denn so ein Dickerchen hier? Hallo? Oh. Oh. Eieiei. Oh oh. Echter Zeitpunkt. Oh, endlich vorbei. Oh, endlich vorbei. Naja, so wild war es jetzt auch nicht, oder? Seh ich mich so an. Nö, muss der jetzt unbedingt Munition fallen lassen? Ah, genau, der Ring. Ich habe gerade gedacht, der Ring unten unter meiner... Oh. Komm wieder. Oh. Vorsicht. Vorsicht, mein Junge. Ich hab's das Gefühl... Die Frames manchmal in den Keller gehen, das gefällt mir nicht. Sekunde. Okay. Sollte jetzt hoffentlich besser sein. Ah, da geht's schon wieder runter. Also auch wieder so ein Mini-Dungeon. Bin ja mal gespannt, ob es jetzt hier auch wieder in so ein... Ja, vielleicht so ein Grab geht mit diesen komischen dürren Viechern da, die so ein bisschen außerirdisch aussehen. Oder ob hier einfach nur, ja, so eine kleine Kammer ist, wie mit dem Jäger, wo ich da schon mal war. Im alten Abschnitt. Aber ich schätze mal, es ist wieder ein etwas größerer Dungeon. From. So. Ich wollte schon sagen, die kann ich da bestimmt nicht zerkloppen, aber die sehen auch ein bisschen seltsam aus. Dreieckige Kisten sind doch bestimmt unpraktisch. Oha. Was ist das denn? Fliegender Schädel. Ja, schnell futsch. Kellergewölbe des Boten. Oha. Viel Energie haben die nicht, aber ich wette, die sind auch nicht dafür da, dass sie viel aushalten müssen. Die fliegen am Ende auf mich zu und explodieren einfach nur, ha? Kann ich mir gut vorstellen, sowas. Oh oh. Sag ich doch, die explodieren einfach nur. Oh, seid ihr doof und nervig gerade. Oh. Oh. Was ist denn hier los? Das war ein Miniboss, ne? Einer. Sag mal, was kommt denn da noch alles? Ich muss mal schnell die Waffe wechseln. Oh, ich hab gleich das Snipergewehr. So. Was war das denn? Ich frage mich auch, ob ich nicht mal bald so einen neuen Splitter bekomme, um meine, ja, Estus Flasks oder so abzugraden. Ja, oh, das sind Behälter. Schieß jetzt einfach drauf, was soll's.
So. Okay. Gibt's ja doch noch einiges, wenn man die alle zerballert. Ich glaube, auch mit dem Sniper fühle ich mich hier echt wohler, weil wenn die immer so blöd ausweichen. Oh. Weißt du, Strahlung? Warum haben die Typen hier Strahlung? Was wollen die damit? Ich habe jetzt nichts gesehen, was irgendwie von Reaktoren angetrieben werden muss. Oh, guck mal da. Voll gut. Hier liegt richtig viel Zeug rum, wenn man mal guckt. Ich wäre jetzt normalerweise vielleicht weitergegangen. So, 6 Punkte habe ich schon wieder. Ja, Krieger, kannst du vergessen. Das lasse ich mal ganz weg. Kondition, Ausdauer. Nee. Ja. Schnelle Finger für Nachladetempo, Elementarwiderstand. Oh, Weltenwanderer. Aktuelles Level, Ausdauerkosten, Inspiration. Gegnerwahrnehmung. Das brauche ich ja wohl nicht. Und ich würde sagen, wir nehmen noch schnelle Finger. Bin ich ganz cool mit dem schnellen Nachladen. Das macht es für Sniper nur interessanter. Oi. Gut hier. Oh nö. Stirb, stirb, stirb. Bist viel. Oh, langsam bräuchte ich mal ein bisschen Munition, ha? Huh? Oh nein. Na, hier doch ein Schädelchen. Ich habe keine Muni mehr gleich. Aha. Diese fiese Strahlung. Ja, das hat leider immer den Nachteil bei so einem Snipergewehr. Oh nein. Oh, das macht ihm gar keinen Schaden an der Stelle. Oh. Ekelhafte Viecher seid ihr. Okay. Na. Das war übel. Ja, ich meine, ist ja nicht so, als bräuchte ich für die Pistole. Gib mir lieber für die Pistole bitte mal was.
Wäre jetzt, glaube ich, besser. Und ja, ich schieße da drauf, weil ich habe keinen Bock, den Schaden abzukriegen. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser, hä? Huh? Ach, du warst ja nicht zum Zuhauen. Du auch nicht. Mist. Der Abschnitt hier macht mir gerade ein bisschen zu schaffen, aber nur weil ich keine Munition habe. Warte mal, ich nehme vielleicht doch mal die andere wieder. Das hier wäre schön. Hallo? Oh, da habe ich ja noch 13 Schuss für. Mit dieser Knarre meine ich. Also, die Hauptmunition, ihr wisst ja, die teilt sich ja auf. Ja, da reicht auch ein Schuss, von daher passt das schon. Oh nein. Oh nö. Ja, jetzt muss ich wohl leider, hä? Nichts. Ich hange mich hier von Munition zu Munition, ne? Also von kleinem Fitzelchen zu Fitzelchen hangel ich mich. Ich könnte ja auch im Nahkampf ein bisschen rumwüten, aber ich meine, ist halt nicht so schlau, wenn man so eine geringe Panzerung hat wie ich gerade. Sehr schön. Blutwürze. Vielleicht komme ich auch bald hier raus oder da vorne ist ein Checkpoint, dann hätte ich jetzt nämlich das Päckchen umsonst genommen, das Munitionspäckel. Das Päckerl. Ist schon wieder einer. Blöder Schädel. Sag mal nicht so geizig jetzt. Munition ist teuer, ja. Na, seht ihr mal. Oh. Tödlich. So, dann schauen wir doch mal. Ist hier noch was? Ja. Boah, was jetzt halt ganz blöd wäre, wenn da auf einmal eine Bosswand käme, aber da kommt ja vorher mal ein Checkpoint, von daher ist alles gut. Oh. Oh nein. So nicht, Freundchen. Hehe. Who wants some? Sehr schön. Die Typen sind ein bisschen nervig. Sehr gut. Ja, ich weiß, ich bin gerade ein bisschen sehr geizig. Buga, warum nimmst du dich mal... Nein. Nein, nein.
Nur wenn es absolut nicht anders geht, Leute. Nur dann. Und gerade munitioniere ich mich wieder so ein bisschen auf. Bam! Hoppsala. Oh, ein leuchtender Stab. Der zweite. Hey. Sehr schön. Ja, ich sag doch, das wird wieder. Man muss nur ein bisschen langsam machen. Und nicht so viel sofort wieder alles wegballern. Ah, davor ist der Checkpoint. Sehr gut. Ja, ich finde die total unpraktisch, die Behälter. Ich meine, klar kann man die schöner stapeln, aber wenn jetzt unten irgendwelche stehen auf einem rutschigen Untergrund, dann drückt der oben die ja irgendwann weg. Das ist ja nicht so, dass die auf einer geraden Fläche dann stehen, sondern auf der Spitze. Versteht ihr? Ja. So. Guten Tag, Herr Checkpoint. Bin ich wieder. Oh nein. Jetzt habe ich ja wohl genug, hä? Das sind aber echt ein paar kleine Luschen, diese Schädel. Viel können die ja nichts ab. Na? Was ist das hier eigentlich? Ich glaube, das waren sie jetzt wohl. Jetzt kann ich mich endlich mal um die Kisten kümmern in Ruhe. Hallo, Kistchen. Schön. So, und jetzt, das sind... Ah, warte mal, ich habe die Leuchtstäbe. Sind die jetzt dafür da, ja? Leuchtender Stab. Mir fehlt aber einer. Ja, sind sie wirklich. Brumm. Tatsächlich. Was ist denn das hier? Ein Schädel? Eslan war bereits mächtig. Warum wollte er mehr? Warum würde Eslan die Guare einladen, um sie zu vernichten? Wo ist der Wächter? Die Maske der Akari. Plus 6? Oha. Da. Opportunist. Perfektes Ausweichen eines gegnerischen Angriffs erhöht 5 Sekunden lang den Nahkampfschaden und die kritische Trefferchance. Ja, nee. Das ist wahrscheinlich dann nur für den Nahkampfschaden. Ja, doof, dass ich halt nicht alle Leuchtstäbe habe. Weil ich wette, da gibt es noch die ganze Rüstung dann hier. Ja, natürlich. Na doof, hätte ich jetzt erst später hier hinkommen sollen, ja. Was soll denn hier? Die Guare werden mich schon bald schnappen. Daher schreibe ich diese letzten Worte in der Hoffnung, dass einer meiner Brüder sie irgendwann den Aufzeichnungen hinzufügt. Vorausgesetzt, so etwas überlebt. Ich war da, als Eslan Nui das Tor zur schwarzen Sonne öffnete. Eine riesige Zeremonie wurde abgehalten. Die Bascha, die ihm noch treu waren, sangen inspirierende Schlachtenlieder, während die Wür in Reih und Glied aufgestellt waren, bereit, den Feind anzugreifen. Der Nui, gekleidet in seinen besten Roben, überragte alle. Ich glaube nicht, dass er wusste, was auf ihn zukommen würde. Das Gerät wurde aktiviert. Im Himmel öffnete sich ein Tor und wir sahen die schwarze Sonne. Sie sah aus wie ein dunkler Spiegel mit einer verdorbenen Finsternis an Orten, wo die Welt sonst hell und grün war. Eslan hob seine Hand, um zum Angriff zu blasen. Aber die Guare waren schneller. Ganz so, als hätten sie sich ebenfalls darauf vorbereitet. Unbeschreibliche Abscheulichkeiten, verdrehte Körper. Sie waren in Würr zahlenmäßig 10-1 überlegen. Eslan befehligte mir, das Gerät abzuschalten, aber es war unmöglich. Es war, als ob eine Kraft die Kontrolle übernommen hätte. Oder hatte. Das Tor, versorgt mit nahezu unbegrenztem Kelhur, hielt sich hartnäckig geöffnet. Und die Flut an Guare ebbte nicht ab, selbst jetzt nicht. Eslan floh von Angst erfüllt, so wie alle von uns, die diesen Tag überlebten. Ich weiß nicht... Hä? Hallo? Es geht nicht weiter. Okay, komisch. Da ist er halt gestorben, wahrscheinlich. Oh, ist das doof jetzt. Ich möchte gerne den dritten Leuchtstab. Ich ziehe sie auch mal an.
Fancy, fancy. Kannst du mal mit dem Ding weg? Ich möchte mal ganz kurz im Licht gucken, wie das aussieht, die Rüstung. Ja. Eigentlich nichts Besonderes, oder? Ich ziehe natürlich wieder meine anderen Sachen an. Da. Ja, ich trage es halt echt nur der... von der Nützlichkeit her, das Zeug. Ich meine, es ist ja halt kein Fashion Souls, ne? Obwohl ihr wisst, dass Fashion Souls immer und überall siegreich ist. Weil Fashion geht über Nützlichkeit, ist einfach so. Ja. Ah, schön viel Altmetall, geil. Na gut, dann komme ich halt nochmal wieder irgendwann, wenn ich die ganzen Teile habe. Oder beziehungsweise den letzten Leuchtstab. Aber auch ganz nett eigentlich, dass man hier einfach nur ein Rüstungsset bekommt. Auch wenn ich es jetzt halt, naja, mit Nahkampf. Nahkampf ist halt wirklich nicht so das Pralle. Muss ich mal sagen. Da gibt es halt Besseres. Also gerade die Fernkampfwaffen, die lohnt sich das schon eher auszubauen. Weil ich finde auch im Nahkampf ist ein bisschen mager bisher. Wir haben die drei Standardwaffen und mehr gibt es halt nicht. Und würde ich halt immer nur mit denselben Waffen rumrennen, hätte ich auch langsam keinen Bock mehr drauf. Also auf die Waffen meine ich, nicht auf das Spiel natürlich. Aus der Arche. Wie läuft's? Ja. Läuft, ne? Oh. So. 2000 habe ich. 1800, ja, ja, ja. Bis zum nächsten Mal. Ich frage mich echt, wo ich jetzt so ein Kristall herkriegen soll. Ich meine, vier Drachenherzen, gut und schön. Aber wenn es halt schon die Möglichkeit zum Upgraden gibt und wir kommen halt echt nie zu der Frau. Lass mich in Ruhe, sprich mich nicht an. Ich mag dich auch nicht. Die meiste Zeit. Mal sehen, was ich habe. Ja. So, mal gucken. Ich glaube, wie gesagt, die aufzurüsten... Achso, das ist der Scharfschütze. Na, das wäre schon ganz geil hier, der Scharfschütze. Also der Landstreicher ist es nicht. Wie heißt denn die Rüstung von dem Jäger? Heißt das nicht auch die Jägerrüstung? Ich habe aber alles gekauft. Hier, Kapuze des Jägers. Warum habe ich nichts mehr vom Jäger? Bin ich bescheuert? Doch, natürlich. Trench, ach, ganz unten, habe ich gar nicht hingescrollt. 25% Schaden an Schwachstellen finde ich jetzt schon sehr, sehr sexy. Ausdauerverbrauch. Aber das ist jetzt halt auch gut. Zwei Teile. Da kriege ich halt immer viel mehr Schrott zusammen. Deswegen ist es... Das ist halt wirklich so der einzige Grund, warum ich das Ding anhabe. Wegen mehr Teilen. Aber auch lustig, wir haben bisher nur die beiden des Abenteurers. Das nächste gibt es noch gar nicht. Ach Mann. Ich überlege, ob ich wenigstens die Brust vielleicht mal mache, weil das wäre auch ganz nett, die mal rumzutragen. So. Jetzt habe ich die auf plus 6. 41 hat die und die hat 32 gerade mal. Weil ich die Waffen noch ein bisschen verbessern. 809 habe ich noch. Ah, das reicht jetzt gerade für die noch einmal. Ja, das hat ratzfatz wieder alles weg. Die ganze Kohle. Oder ich investiere es lieber in die hier, dass ich die noch ein bisschen aufrüste. Ja, das Gewehr vielleicht noch. Das noch. Und vielleicht noch die Schrotflinte. Ja, gut. Habe ich halt alles. Ich muss halt immer so ein bisschen schauen, dass ich gegen alles gewappnet bin. Zäh. Ja. Muss ich. Oder Zippe. Wie die immer abgeht. Zäh. Zäh. Aber Leute, hier ist erstmal Schluss. Nächstes Mal geht's weiter mit mir und der ollen Zippe. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich zieh mal ganz kurz den Mantel des Jägers an. Geil, jetzt sehe ich doch sehr fesch aus mit dem Hut. Ja, lasst mir auf jeden Fall ein Like da und schreibt vielleicht was Nettes in die Kommentare. Wir sehen uns wieder zu Remnant from the Ashes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.